Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Last One Laughing. Bully lädt wieder ein. Last One Laughing ist am 1. Oktober mit der zweiten Staffel gestartet und wir präsentieren euch die Highlights der ersten beiden Folgen. Natürlich ohne Spoiler. Der Name ist übrigens Programm. Wer sich bis zum Ende der Show zusammenreißt und keinen Lacher aus sich herauskitzeln lässt, gewinnt. Mit dabei sind diesmal übrigens Klaas Häufer-Umlauf, Larissa Ries, Annette Frier und viele mehr. Auch einige bekannte Gesichter aus der ersten Staffel kehren zurück. Unter anderem Anke Engelke und Kurt Krömer wollen diesmal die Krone für sich beanspruchen. Martina, was erhoffst du dir denn von LOL? Und ich freue mich auf 6 Stunden Psychoterror und ein Feuerwerk an Stresshormonen. Eine bunte Truppe, die sich schon seit Sekunde 1 blendend versteht. Es werden schon erste geheime Zeichen ausgetüftelt. Zum Beispiel, wenn einer von uns so macht, heißt das, alle anderen halten die Schnauze. Aber egal, was für geheime Informationen untereinander ausgetauscht werden. Rückkehrer Max Giermann macht direkt ernst. Ich weiß nicht, ob er sich dabei was denkt oder ob er auch versucht, durch die Augen zu atmen. Ich sag nur... Oh, guck mal, Martina. Der Rotbarsch. Das war knapp. Und bei Klaas lässt unser Max auch nicht locker. Also jetzt, wo wir so unter uns sind. Ich freue mich persönlich wahnsinnig, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Nee, weil ehrlich, bleib mal bitte, ich möchte dir was zeigen. Nee, das geht jetzt gerade nicht. Doch, guck mal, weil ich... Nee, geh mal bitte. Klaas, ich möchte wirklich... Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich bin so ein großer Fan von dir. Kann jetzt gerade schon nicht. Immer, bitte, kann schau. Kann jetzt gerade nicht. Doch, Klaas, guck mal. Ich bin so ein großer Fan von dir. So ein großer Fan. Ach, das ist cool. Ich liebe dich. Aber auch Tané befindet sich im Angriffsmodus und will ihre Kontrahenten aus dem Studio schicken. Möchtest du auch einen Lauch? Lauchito, oh, Entschuldigung, das war... Du bist mir absichtlich in die Arme getreten. Nein, das war der Lauch. Das ist eine Frühlingszwiebel. Wahnsinn, das ist mir sowas von egal, Anke. Deswegen heißt der Mann im Fernsehen ja auch Günther Lauch und nicht Günther Frühlingszwiebel. Ha! So ein bisschen wie im Affenhaus. Richtig, Bully. Fast schon eher ein Affentheater. Oder doch eher Affenchor? Und wir werden gemeinsam den Teil einer Lachoper hier inszenieren. Oh, das wird gefährlich. Okay. Erst 2, dann 3. Achtung, relativ schnell. Nach dem ganzen Singsang gehen die Angriffe jedoch weiter. Diesmal mit Martina versus Kurt. Ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich muss erstmal Kurt kannten. Kurt. 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 Und dachte dann, okay, ich gehe auf ihn zu. Ich gehe jetzt auf Angriff bei dir. Wollte den alten Trick machen, du hast da was und er kommt runter. So eine schlechte Nummer. Du hast da was. Eine Krawatte. Eine Krawatte. Da fahr bei mir aus. Oh, alles klar. Weg hier. Schnell weg hier. Ich kann das nicht. Ich kann nicht hier auf Angriff. Es gelingt mir nicht. Tja, Martina, Satz mit X. Nach so vielen Attacken aufs Lachgemüt müssen wir uns jedoch auch um unsere Kandidaten kümmern. Weshalb wir unseren Betriebsarzt eingeladen haben. Ich bin der Betriebspsychologe und ich würde euch bitten, mal kurz so einen Kreis zu machen, damit wir gemeinsam kurz vielleicht ein paar Sachen diskutieren würden. Entschuldigung mal bitte, wir fragen uns jetzt natürlich, was das jetzt hier soll. Ja. Also ganz ehrlich, mit den Gegenfragen, irgendwann friert mir die Fresse ein, also lass mich mal weitermachen. So, ich möchte mal mit ein paar ganz lockeren Fragen beginnen, einfach um Teambuilding-Maßnahmen hier zu besorgen, Leute. Wow. Die Frage 1 lautet, wie nennt man ein Möbelstück, das einmal bellt? Hund. Es ist ein Einbauschrank. Nach der erfolgreichen Behandlung sind die Kandidaten entspannter. Und der Ton ist definitiv ein anderer. Außerdem will Annette Kurt etwas näher kommen. Bist du mit deiner Nummer? Mit so einer Spange, mit falschen Zehen und dennoch nach der Nummer fragt, das ist fies.
Kurt, der schwere Nöter, ist in der zweiten Staffel hart umkämpft. Nein, nein, nein. Nein, 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 sorry. Nein, nein. Zwischen Martina Hill und mir war irgendwas. Da knisterte die Luft. Das Schöne bei dem Teil ist, dass ich mich von hinten nicht sehen kann. Das ist dein Glück, dein Glück. Mein Glück. Sorry. Dein Glück. Aber genug von der Liebe. Um unsere Kandidaten haben wir Großmeister der Geräuschimitationen eingeladen. Bastian, bitte. Dann geht der Vorhang auf. Da steht der Meister Michael Winslow. Und dann kommt da dieser Knallkopf und fängt an. Und da musste ich ganz schnell wieder die Aus dazu machen. Identification. Hand. Denied. Finger. Denied. Butthole. Accepted. Cool. Wait. Wait, this is serious. Gerade für Bastian Pastewka war das ein innerer Kampf. Aber keine Sorge, Basti, du bist nicht alleine. Du denkst immer, mein Gott, die anderen sind alle so cool. Und warum bist du selber eigentlich in so einer verkrampften Situation? Und dann schaust du plötzlich in die Augen von Annette Frier und stellst fest, die ist alles andere als cool. Und das macht dich wieder nervös. In welcher Situation werdet ihr rausgeflogen? Verratet es uns in den Kommentaren. Und nicht vergessen, LOL Last One Laughing erscheint wöchentlich bei Prime Video. Bis zum nächsten Mal.